Ja, mein Name ist Michael Dörk. Ich komme aus Luzern und zwar dort von der Hochschule Luzern und bin momentan am 7. Tag der Lehre in St. Pölten. Ich stelle eine Website vor und auf dieser Website hat man Zugang zu einer Software Suite, die aus 3 Werkzeugen besteht. Eigentlich könnte man sogar sagen, dass diese Website ein Werkzeugkasten ist, zu dem man Zugang hat. Und dieser Werkzeugkasten, der ist erreichbar über www.becreate.ch. Und dieser Werkzeugkasten enthält ein Werkzeug, wie man einen Innovationsmanagement-Workshop gestaltet, wie man ein Interconnected-Media-Projekt gestaltet und das in den Unterricht beispielsweise einbringen kann. Und hier gibt es die Möglichkeit, offene Projekte zu managen und zu gestalten. Ich war am Anfang etwas enttäuscht. Ich dachte, nur 4, 5 Personen, die sich dafür interessieren und die Zeit nehmen, dort an den Stand zu kommen. Und habe dann aber gemerkt, dass das sehr, sehr wertvolle Kontakte waren. Also Personen, die wirklich sehr intensiv mit dem Werkzeug gearbeitet haben, mir direkt Feedback gegeben haben und auch Verbesserungsvorschläge bereits gemacht haben. Aber überwiegend habe ich festgestellt, die wollen wirklich mit diesem Werkzeug arbeiten. Die wollen das an ihren Hochschulen weiterleiten, waren sehr begeistert. Also ich habe eben in der Endrunde auch wirklich ein sehr positives Feedback bekommen, was mich sehr gefreut hat, weil das können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, da ist sehr, sehr viel Arbeit und ehrlich gesagt auch sehr viel unbezahlte Arbeit bei diesem Projekt dabei gewesen. Was mich sehr gefreut hat, ist, dass sehr viele Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, auch welche, mit denen ich am Rande bereits gesprochen habe, die auch den Artikel gelesen haben. Auf dem Stand waren jetzt vielleicht nicht so viele wie erwartet, aber ich habe im Vorfeld auch im Rahmen der Pausen auch schon etwas gehört, dass sie bereit sind oder Interesse haben, dieses Werkzeug in ihrem Unterricht auch einzusetzen. Dass sie gesagt haben, sowas gibt es nicht, das ist wirklich ein USP. Wir müssen uns das an unseren Hochschulen gar nicht mehr aneignen oder entwickeln, sondern es ist ja alles fertig. Es ist ein Web-based Training da, was sowohl Dozierende als auch Studierende einführt in diese Materie. Ich habe mit diesem Film, den ich mir kurz anschauen kann, einen Überblick, was dieses Werkzeug kann. Und ich kann dieses Werkzeug einsetzen und kann ein Projekt gestalten und Dozierende respektive Projektbegleitende haben auch die Möglichkeit, den Prozess, den die Studierenden während eines Semesters oder während einer Blockwoche durchlaufen, auch zu verfolgen. Das Endziel, denke ich mir, gibt es gar nicht. Wir wollen einfach mit den Erkenntnissen, die wir haben, dieses Produkt weiterentwickeln, Inputs von Partnerhochschulen bekommen und neue Ideen einfließen lassen mit den Möglichkeiten, die die nächste Generation von Software und internetbasierten Werkzeugen uns ermöglicht, das Ganze immer weiter zu verbessern und möglichst viele Studierende begeistern mal, dass ein Leistungsnachweis was anderes ist, als am Ende des Semesters einen Bericht schreiben und ihn dann abgeben und nie wieder was davon zu hören.